Starker Beginn der Österreicher. Druck über die rechte Seite. Florian Klein jetzt mit dem Einwurf. Sieht Junuzovic, technisch versiert. Foul! Foul! Das muss Elfmeter sein. David Alaba übernimmt die Verantwortung und es dreht 1:0 für Österreich. Selbstvertrauen hat einen Namen. David Alaba. Was hat der Kerl für Nerven? Er ist das Herz dieser Nationalmannschaft. Der David ist ein klasse Bursch. Das war wirklich einer, wo jeder ihn gern gehabt hat. Man sagt, das ist einer, den stößt er gern aufs Nachkastel daheim. Das ist ein außergewöhnlicher Typ, ein außergewöhnlicher Spieler. So einer war noch nie da. Aspern im 22. Wiener Bezirk. Hier wächst David auf, im Gemeindebau. Auf den unzähligen Grünflächen beginnt seine Weltkarriere. Dort hat er immer alle Kinder zusammengesammelt. Er möchte immer, dass die alle Kinder auch mit ihm und gegeneinander spielen. Das ist immer sein Wunsch. Ich habe ganz früh begonnen, Fußball zu spielen und war einer, der viel am Laufen war, immer unterwegs war. Dann war ich immer auf der Wiese, von in der Früh bis am Abend, muss man ihm rufen, bevor zum Essen kommen und solche Sachen. Ja, nur Fußball, Fußball, Fußball. Gleich ums Eck der Platz des Vereins SV Aspern, wo David mit 9 Jahren mit dem Fußballtraining beginnt. Seinem damaligen Trainer Emanuel Dana ist schnell klar, dass er es mit einem Ausnahmetalent zu tun hat. Wie Raubkatze hat er sich den Ball erobert. Ich habe gedacht, jetzt, was ist das? Das ist einer von Brasilien, von Zuckerhut, von irgendwo. Braucht man unbedingt und hat gleich passt bei uns. Mein erster Trainer, Bivi und Aspern, haben, glaube ich, einen großen Anteil an meiner bisherigen Karriere, weil man, glaube ich, nie vergessen darf, wo man begonnen hat, wo man herkommt. Bei Aspern war ich ja Stürmer, habe viele Tore geschossen, glaube ich, habe auch auf mich aufmerksam gemacht durch meine Spiele. Dann kam irgendwann einmal ein Anruf bei mir zu Hause. Das ist eine lustige Geschichte, weil damals hat der Austria noch Memphis geheißen und dann ist meine Mutter zum Telefon und wollte schon fast auflegen, weil sie dachte, da will uns wer so Zigaretten verkaufen und so. Die Austria interessiert sich für den 11-Jährigen. Er darf die Aufnahmeprüfung der Frank Stronach Akademie in Hollabrunn absolvieren. Eine Riesenchance. Ja, der Tag war sehr, sehr wichtig für David. Ein paar Tage Tests in Hollabrunn für die Aufnahmeprüfung für die Akademie. Dann wollten wir wegfahren und das Auto ist nicht angesprungen. Versuche ich mehrmals also zu starten, sind nicht gegangen. Die Zeit ist schon gerannt und wir waren nicht schon in Zeitdruck. Ja, es hat ihm nicht gefreut. Ich meine, er hat Angst gehabt, natürlich, dass er, wie kommen wir hin? Und sonst wären wir ja nicht rausgekommen nach Hollabrunn aus Wien und sind wir ins Taxi gestiegen. Ich war schon in Schwitzen gekommen an dem Tag, muss ich ehrlich sagen. Und er ist dann halt ein bisschen zu spät, aber noch rechtzeitig, um das Sportscreening machen zu können, in Hollabrunn erschienen. Ich war sehr, sehr motiviert an dem Tag und habe alles dafür getan. Und Gott sei Dank haben sie mich genommen. Wenn gefragt wird, was hat er ausgezeichnet, dass er wirklich auch als 14-, 15-Jähriger Sachen im Spiel gehabt hat, die du nicht lernen kannst, die eigentlich im Erwachsenenfußball auch keine Selbstverständlichkeit sind. Nämlich Kommandos zu geben, positiv zu sein, Mitspieler auch so zu unterstützen, dass er die auch immer noch ein bisschen besser macht. Jetzt werden die großen Vereine aus Spanien und England auf David aufmerksam. Doch der 16-Jährige entscheidet sich für die Nachwuchsabteilung des FC Bayern München. Ich hatte auch, glaube ich, ganz gute Angebote in Österreich
auch einen Profivertrag bei Austria Wien. Aber ich habe mich für diesen Weg entschieden und wollte in diesen Weg voll und ganz gehen. Die Bayern wollen David so schnell wie möglich in der höchsten deutschen Spielklasse sehen. David Alaba wird hundertprozentig Bundesligaspieler. Der hatte alles, was ein Spieler brauchte. Schnelligkeit, Kopfballspiel, ein Schuss, eine Leistungsbereitschaft, ein Zweikampf. Also überragend. Nach dem ersten Trainingstag wusste ich, das wird ein sehr, sehr guter Spieler. 2010 debütiert David als jüngster Spieler mit 17 Jahren in der Kampfmannschaft der Bayern. Die Münchner werden in diesem Jahr deutscher Meister und Pokalsieger. Er ist variabel einsetzbar und deshalb ist er noch besonders wertvoll, weil er alle Positionen spielt, sich nie beklagt. Einen so wertvollen Spieler kann sich Hermann Gerland auch gut in der Nationalmannschaft vorstellen. Allerdings in der deutschen. Dann haben wir gesagt, David, du mir eingefallen, spiel bitte nicht für Österreich. Trainer, wieso? Ich bin in Wien geboren, in Wien aufgewachsen und bin Österreicher. Ich sage, ja, aber wenn du was gewinnen willst, Weltmeister werden willst oder zur Weltmeisterschaft fahren willst, Europameisterschaft, dann hast du immer Urlaub mit Österreich. Ja, jetzt hat er schön geschaut, wo wir uns qualifiziert haben. Andreas Herzog holt ihn ins österreichische U21-Team. Dort zeigt der immer freundliche und höfliche David auf dem Feld auch eine ganz andere Seite. Ein erfahrener Spieler von mir hat ihn von hinten attackiert und er hat das bemerkt, ist auf Zeiten gegangen und hat ihm einen Ellbogen noch einen gegeben. Ne? Und mit Engelsaugen und hat gesagt, du, das tut mir aber jetzt leid, das wollte ich nicht. Und ich hab zum Heimer gesagt, schau dir mal das kleine... Also, der hat schon faustig hinter den Ohren. Ich bin ja ehrlich, jetzt sicherlich bin ich irgendwo ein Schlawiner. Aber, glaube ich, gehört auch irgendwo dazu. Noch im Oktober 2009 beruft ihn Didi Constantini erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft. Für das WM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich. Dann hat er mich zu sich geholt, der Didi Constantini damals, und hat gesagt, dein Spiel, du hast super trainiert und ich soll mir nichts scheißen, hat er gesagt. Mit seinen 17 Jahren und 112 Tagen ist er der bisher jüngste Spieler im österreichischen Nationalteam. Nach dem Spiel in Paris läuft Davids Handy heiß. Damals MSN, kennst du MSN, wo man so chatten konnte? Das ist explodiert damals und cool. Also die Rechnung war dann nicht so cool, aber... Für das Nationalteam spielt er lange mit der Rückennummer 8, bis er im letzten Jahr auf die 27 umsteigt. Eine Nummer, die ihm bei Bayern München viel Glück gebracht hat. Die 27 verbindet ihn auch mit einem seiner besten Freunde. Für die Ewigkeit. Wir waren gerade bei einem guten Freund von uns, bei Mike Zeiner, im Tattoo-Studio. Wir sind dort gesessen, haben ein bisschen geredet und einfach so sind wir auf die Idee gekommen, dass ich ihn Kobli tätowiere. Ja, das Tattoo ist ein kleines. Hier unten. Und ja, es war einfach eine spontane Aktion. Ich habe die Nadel genommen, ohne, glaube ich, viel vorzuzeichnen und zack, 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 zack. Aber er wollte es, gell? Ich habe ihn nicht dazu gezwungen oder so. Das braucht es jetzt auch nicht glauben. Der wollte es haben. Die 27 ist mittlerweile beim FC Bayern eine Riesennummer. Seinen Erfolg empfindet er auch als Geschenk von oben. Ich bin ein gläubiger Mensch, der auch gläubig erzogen wurde. Und ich bin Gott wirklich sehr, sehr dankbar für die Sachen, die ich bisher erleben durfte und auch jetzt auch ernte. Wir haben ja einen Sportler-Gottesdienst, würde ich jetzt mal sagen. Da ist ja zum Beispiel der Rafinha dabei, Luis Gustavo. Und da treffen wir uns und unterhalten uns über Gott. Beim letzten Gottesdienst war C. Roberto da, hat eine Rede gehalten und auch gepredigt. Und das sind schon schöne Momente. Mit 19 Jahren hat David bereits 50 Spiele für die Münchner absolviert.
Im Champions League Halbfinale 2012 gegen Real Madrid riskiert er viel. Zu viel. Im ersten Moment habe ich mir schon gedacht, fuck, Alter. Ist da David Alaba an der Hand getroffen worden? Gelb sieht er obendrein. Von dem Moment an wusste ich, dass ich fürs Finale gesperrt sein werde. Ich weiß es noch ganz genau, dass ich einfach zu mir selbst gesagt habe, David, mach dir aus dem Spiel jetzt dein Finale und gib alles dafür, dass wir ins Finale kommen. David Alaba beginnt das Elferschießen zwischen Real und den Bayern. Ja, gibt es das? Die Bayern besiegen Real zwar mit 4:3 im Elfmeterschießen, scheitern aber im Finale an Chelsea. Champions League 2012. 2013 aber schaffen die Münchner das Triple. Sie werden deutscher Meister. Sie gewinnen den DFB-Pokal und die Champions League. David ist der erste Österreicher, der diese drei Titel gewinnt. Sein aktueller Marktwert liegt bei 45 Millionen Euro. Heuer wird David mit den Bayern zum vierten Mal in Folge deutscher Meister. Zwar scheiden sie im Champions League Halbfinale aus, freuen sich aber wieder über den Gewinn des DFB-Pokals. Auf Kabinenfeiern wie diese hoffen auch die Österreicher bei der EM in Frankreich.